The Melted, das ist ja das hier. Was? Hey Leute, was geht? Keine was für zu geben. So Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay. Willkommen zu einer neuen Obi. Ja, wir wollen diesmal aus einem, ihr habt es schon gelesen, aus einer Eisdiele entkommen, aus einem Eisladen. Hier gibt es ganz leckeres Eis, aber wir wollen hier irgendwie entkommen. Warum auch immer. Vielleicht ist das Eis verrückt geworden. Wer weiß. Und wir werden das heute spielen. Eine neue Obi, ein neues Escape Game. Sieht eigentlich ganz normal aus hier. Okay, wir haben hier Holz vor der Tür oder an der Tür und anscheinend ist das Ding hier geschlossen. Das haben wir. Aber hier sind noch die ganzen Eissorten, wie zum Beispiel Schlumpfeis, Vanille, Waldmeister, Erdbeere, Himbeere. Ist doch noch alles da. Zitrone kann das auch sein. Na, ich bin mal gespannt, was hier in der Eisdiele jetzt so schief gelaufen ist. Okay, Eis ist ausgelaufen, das ist jetzt aber nicht so dramatisch. Und Leute, ich habe zwar schon gestartet, aber ihr könnt natürlich trotzdem den Kanal hier kostenlos abonnieren oder auch nach dem Video gerne Instagram abchecken. kan_xy. Da gibt es vielleicht keinen Roblox, aber ja, vielleicht ein bisschen was anderes. So, okay, hier ist auch, oh, wir sehen auch hier ein bisschen Schokoladeneis und ich glaube, das könnte Erdbeer- oder Himbeereis sein. Ein bisschen Schokostreusel, nee, nicht Schokostreusel, Zuckerstreusel. Okay, looks like the door is locked. Try to find a key to open it. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Vielleicht ist der Schlüssel hier irgendwo. Ah, hier hinter. Ich habe den Schlüssel. So. Hier haben wir noch ein bisschen Eiscreme. Ich denke mal, dass wir hier durch müssen, weil wir hier nicht durchkommen. Müssen wir durch den Lüftungsschacht, ja. Ein paar Obis haben wir das jetzt mittlerweile schon gelernt. Aber ich frag mich immer noch, was hier los ist bei dieser Obi. Okay, hier kommen die Leute anscheinend nicht alle weiter. Ich bin ein bisschen an Doc gekommen. Okay, hier ist jetzt ein bisschen tricky. Okay, das haben wir aber geschafft. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind angekommen bei Stage 6. Okay, hier ist die Klimaanlage vielleicht. Vielleicht deswegen, weil die Klimaanlage so ein bisschen defekt ist. Vielleicht kommen deswegen keine Leute mehr rein und deswegen mussten wir die Eisdiele hier jetzt schließen. Das kann ja sein. Gehe ich mal nicht von aus. Sondern eher, dass hier mit dem Eis irgendwas nicht stimmt. It's so cold in here. Ja, es ist sehr, sehr kalt. Okay, wir sind auf dem Eis gelandet. Und das ist wahrscheinlich nicht so gut. Waffeln und so. Oh, hier haben wir jetzt die verschiedenen Eissorten. Das ist zum Beispiel vielleicht Himbeer oder Erdbeer, Vanille oder hier Erdbeer, Schokolade, Schlumpf, Waldmeister, dann noch mehr Erdbeer, Himbeer, Schokolade. Ich denke, hier kommen wir wieder nicht durch. Das heißt, okay, hier wurde extrem auf das Konzept gebaut durch den Lüftungsschacht, aber wir haben jetzt hier zum ersten Mal ein richtiges Labyrinth. Das ist vielleicht diesmal gar nicht so schlecht. Ein bisschen herausfordernd. Hier ist keine Wand sozusagen, die man durchbrechen kann, sondern es muss tatsächlich wahrscheinlich ein Lüftungsschacht wieder sein. Ist hier irgendwas? Nein. Vielleicht hier. Ja, das sieht schon mal gut aus. Oh, okay. Dann geht's weiter, aber wo? Ne, hier lang geht's nicht. Hier auch nicht. Das heißt, wir müssen hier über die Löffel und es liegt ganz viel Eis auf dem Boden, aber das ist doch nicht schlimm. Ich hätte jetzt kein Problem damit. Ich möchte gar nicht entkommen. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht es lang? Wahrscheinlich würde ich mal sagen, hier. Ich weiß jetzt nicht, was das da sein soll. Das ist ein extra Weg ist. You can only touch the melted ice cream. Ja, okay. Ach, the melted? Das ist ja das hier. Was? Ich hab doch nicht berührt. Also. Wenn wir noch ein paar, jetzt so ein schönes Eis noch mitnehmen, das wäre es doch. Choose one. Och, nö. War klar, dass ich das mal wieder im ersten Versuch nicht schaffe. Da hat man eine Wahrscheinlichkeit von 33,3%. So, jetzt hat man, eben hatte man dann 66,6% und jetzt hier nochmal. Das ist dann ja noch 50-50. Hier die Variablen neu. Oh.
Mann! Gut, gut. Dann machen wir mal weiter. Ich verstehe immer noch nicht, was hier in diesem Eisladen schiefgelaufen ist. Also so ein bisschen Eis auslaufen, das kann doch immer mal. Checkpoint mitnehmen. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, um ehrlich zu sein. Okay, dass jetzt hier von der Wand Eis kommt, ist jetzt nicht so typisch. Aber gut, auch das haben wir überstanden. Okay, wo sind wir denn jetzt? Und dann geht es hier über die Holzbalken. Hier durch können wir nicht. Ganz viel Schlumpfeis irgendwie auf dem Boden. Ach so! Ja, okay, jetzt check ich's. Und ich denke mal, dass wir davon, ja, aufgefressen werden. Na klar. Ja, jetzt verstehe ich auch, was hier schiefgelaufen ist. Ich glaube, so eine ein genmanipuliertes Eis ist ja einfach riesig geworden und böse. Und deswegen gibt es hier das Problem in diesem Ice Cream Shop. Jetzt sehe ich es. Okay, jetzt sehe ich es ein. Das Eis ist verrückt geworden. Das war's aber schon wieder. Gut. Mal gucken, ob wir denn jetzt entkommen sind. Es sieht so aus. Es sieht so aus, als wären wir am Ende der Obi. Yes, Leute! Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind aus der Obi hier entkommen. Whee! Wo ist denn die? Ach, guck mal, da unten ist die ganze Eisdealer. Mhm. Interessant. Ich glaube, das soll das Eis da sein. Leute, wir sind hier entkommen und sicher in unserem Dorf hier angekommen. Ganz alleine wohne ich hier. Mhm. Ja, Miete ist auch nicht so hoch. Also, falls mal jemand von hier euch hier in die Gegend ziehen möchte, der muss nur diese Obi hier spielen. Escape the Ice Cream Shop. Hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Und wenn es euch gefällt, Daumen hoch unten, auch kein Problem. Aber abonniert auch den Kanal bitte kostenlos. Oder auch die Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ne, alles kostenlos. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.